Ja, Leute, ich hoffe, ihr habt es mitbekommen. Heute geht es mal zur alten Opel-Rennbahn in Rüsselsheim. Ich bin gespannt, was mich erwartet. Wenn ihr Lust drauf habt, dann kommt mit. Wird bestimmt ganz spannend. Ja, und ich befinde mich gerade hier auf der Rennstrecke, beziehungsweise darin. Ich hoffe, ihr habt das gelesen. Es war früher ein Ovalkurs, hatte eine Länge von 1,5 Kilometern. Mal sehen, was mich da gleich erwartet. Mit ganz so vielen umgestürzten Bäumen hätte ich dann hier doch nicht gerechnet. So, und nach ein paar hundert Metern sind wir auch schon da. Soweit ich weiß, war das hier früher die Nordkurve der alten Opel-Rennstrecke. Jetzt könnt ihr mal sehen, wie die Natur sich alles nach und nach 80 Jahren wieder zurückholt. Krass. Ich werde jetzt mal hier auf diese Aussichtsplattform oder whatever das auch sein soll gehen und mir das mal anschauen hier. Ach, das ist ja geil. Videoüberwachung. Also wir sind hier wirklich mitten im Wald. Okay, da fahren ein paar Autos vorbei. Wofür braucht man hier Videoüberwachung? Das frage ich mich. Viel zerstören kann man hier so oder so nicht. Die Opel-Rennbahn, Symbol einer Ära der Innovation des technischen Fortschritts. Am 24. Oktober 1920 feierte die Opel-Rennbahn ihre sportliche Premiere mit einem kombinierten Wettbewerb für Automobile und Motorräder. Schon interessant. So, ich werde das jetzt hier nicht alles vorlesen. Das wäre ein bisschen zu viel des Guten. Ja, Leute, ich werde euch das jetzt hier nicht alles vorlesen. Das wird ein bisschen den Rahmen sprengen. Aber wenn ihr Bock habt, könnt ihr mal auf Wikipedia nachgucken. Da gibt es einen interessanten Artikel über die Opel-Rennbahn in Rüsselsheim. Über die ehemalige Opel-Rennbahn in Rüsselsheim. Schöner historischer Ort. Und ihr müsst euch vorstellen, die sind früher mit 140 Sachen hier durchgerast. Also es war für die damalige Zeit schon sehr beachtlich. So, ich werde jetzt hier mal eine kleine Runde laufen. Hier noch so ein Überbleibsel von irgendeinem alten Gebäude. Ja, würde gern mal wissen, was das hier war. Ja, die Sonne kommt auch wieder zurück. Wunderbar. Und wenn der Straßenlärm hier nicht wäre, dann ist es hier auch wirklich sehr idyllisch. Ein schöner Wald. Oh, hier muss ich mich jetzt durchkämpfen. Der hier, der ist noch relativ frisch, das sieht man. Der ist wahrscheinlich gestern oder vorgestern beim Sturm umgefegt worden. Ah, das ist ja der ganze Ast hier komplett abgekracht. Krass, guckt euch das an hier.
Ja, ich bin jetzt einmal rumgelaufen hier um die Rennstrecke. Die Sonne kommt auch wieder raus, obwohl da hinten sieht es immer noch ziemlich dunkel aus. Ja, und hier bin ich dann wieder in der, ich glaube, es ist die Nordkurve. Danke, dass ihr mal wieder dabei wart. Hat mich wirklich gefreut. Vielen, vielen Dank. Wenn ihr hier zufällig mal in der Nähe sein solltet, schaut es euch mal an. Aber hier hunderte Kilometer hinzufahren, das lohnt sich nicht. Macht's gut, bleibt fit und bis zum nächsten Mal. Ciao.